Hallo, in diesem Video wird ein alternativer Zug in einer schon alternativen Variante diskutiert. Wenn ihr dafür hier seid, super, ansonsten ist oben in der Infokarte nochmal der ursprüngliche alternative Variante und da findet ihr dann auch die Infokarte zurück zum ursprünglichen Spiel. Viel Spaß! Ja, ich hatte ja dazu aufgerufen, Züge zu präsentieren, mit denen der Mali-Spieler doch noch gewinnen kann, und da hat sich der Marvin gemeldet und vorgeschlagen, dass der Schattenläufer hier in Zug 11 ja auch nach links gehen könnte, statt, wie ich das gemacht habe, zwischen die beiden Abgesandten. Und genau, deswegen spielt der Marvin jetzt die Mali und ich versuche mit den Celadron dagegen zu halten. In den anderen Spielen hat denn die Celadron immer gewonnen. Und jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Schattenläufer nach links funktioniert für die Mali. Genau, hier der große Vorteil, dass man jetzt den Dreier bedroht, der auf der Zweier-Feldboni-Leiste steht. Das heißt, der ist tatsächlich ein Punkt mehr wert, als die Abgesandten da mehr wert wären. Was ich in meinem stumpfsinnigen, oh, da sind zwei Vierer, die kann ich mir ja schnappen, leider übersehen hatte. Das heißt, ich als Celadron-Spieler muss jetzt meinen Dreier da schon wegbewegen, da ich sonst direkt verloren habe, wenn meine Gegner noch durch das Schlagen 5 Punkte bekommt. Ich bewege ihn nach oben, hätte ich ihn nach unten bewegt, dann hätte der Schattenläufer durch Schlagen von meinem Zweier den halt weiter bedrohen können und ich hätte ja auch wieder wegziehen müssen und der hätte halt enorm an Tempo gewonnen und da vermutlich auch schon gewonnen, da er dann das Portal auch hätte schlagen können. Marvin setzt eine weitere Goldfrucht raus und bringt seinen Sprössling so außer Gefahr. Ich habe jetzt die Portalträgerin da noch bedroht und muss mich darum kümmern. Das mache ich, indem ich einen Sechser reinsetze. Ich habe zum Glück gerade genau genug Punkte und kann somit die Portalträgerin davor schützen, von dem Schattenläufer geschlagen zu werden und kann den Zweier bedrohen von ihm. Er geht dann quasi zum Gegenangriff über, indem er eine Goldfrucht aufwertet zu einem Sechser und dafür auch noch die Triggerpunkte bezahlen wird nachher. Die haben wir da an der Stelle kurz vergessen, aber er hat sowieso so viele, dass das keinen wirklichen Unterschied macht. Jetzt ist sowohl unten mein Zweier in Bedrohung, wobei der ja gedeckt ist, als auch der Vierer, aber der ist halt gerade nicht gedeckt, da ich ja mit meinem Sechser seinen Sechser nicht schlagen kann und auch noch weit davon jetzt wieder entfernt bin, 6 Triggerpunkte zu haben, um zu explodieren. In dieser Variante schlage ich jetzt hier den Zweier, da mir dann nur noch 2 Siegespunkte, also 2 virtuelle vermutlich, fehlen, um auf die 10 Siegespunkte zu kommen. Wenn da einer eine bessere Idee hat, wie der Celadron-Spieler hier erfolgreich spielen kann, gerne kommentieren. Denn der Schattenläufer zieht jetzt eins nach links und bedroht dadurch wieder meinen meinen Portalwächter. Und der Mali bedroht ja immer noch meinen Vierer. Und ich verliere jetzt quasi den Vierer auf jeden Fall, wenn ich den Dreier wegziehe. Und dann ist der Mali-Spieler schon bei 9 Punkten. Und dann braucht nur noch der Mali-Spieler eine Aufwertung auf dem Schattenläufer zu machen, um einen Mali da zu haben, und hat dann auch einen virtuellen Siegpunkt und gewonnen. Und in der Zeit bekomme ich auf gar keinen Fall 2 Siegpunkte hin und ich kann das auch nicht verhindern, dass er da aufwertet. Insofern haben wir dann hier auch das Spiel beendet und würde mich interessieren, ob jemand da einen besseren Zug findet für den Celadron-Spieler aus dieser Situation heraus, dass der Celadron zwischen die beiden Abgesandten gesetzt wird. So, das war diese Alternative zu dem Spiel, diesmal mit einem Sieg für einen Mali. Ich finde es echt bei Dice War faszinierend, was so ein kleiner anderer Zug einfach mal nach links gegangen statt nach unten ändern kann in so einem Spiel, weil es halt mit den 10 Siegespunkten super knapp werden kann immer, ne? Mit den virtuellen Siegespunkten noch dazu, und das ist sowas, was für mich die Faszination des Spiels ausmacht. Also hier auch nochmal danke an den Marvin für den Zug. Und schon kann man eine Niederlage in einen Sieg verwandeln. Und mich interessiert jetzt natürlich, ob einer von euch das Gleiche in dieser Situation für die Celadron wieder hinbekäme. Und wir auch hier wieder eine Variante hätten, wo die Celadron triumphieren und dann vielleicht wieder eine, was die Mali aber dann besser machen könnten, als das, was ich in dem Fall oder jemand anders hier ausprobiert hätte. Bis dahin aber erstmal, wenn euch Dice War interessiert, dann kommt mal auf unseren Discord-Server, da spielen wir sehr regelmäßig. Einsteiger sind immer willkommen, auch für Erklärungsspiele. Wie das funktioniert, ist in einer eigenen Playlist bei mir zum Start. Und bis dahin, viel Spaß!